So, böser Sound. War doch irgendwas mit Mock auch. Was ist das denn hier? Vor einem Tag 11.000 Aufrufe. Der gute Ghetto Picasso. Ja, dazu gleich mehr. Digga, wir werden dir jetzt Respekt beibringen. Ich schwöre dir. Das Ding ist. Ach ja, Mock. Mock, Mock, Mock. Ein gespaltenes Verhältnis habe ich zu diesem Kollegen. Ne? Mit seinem, ja, der lispelnde Opa aus Trabzon. Ja, gut, okay, der hat ja. Ach, gleich, wir gucken gleich Video und dann. Ich will jetzt nicht platzen, so, wir machen gleich. Warum dann im Internet im Nachhinein immer dieses Herablassen, der immer dieses ins Lächerliche ziehen, immer dieses Schlechtreden? Guck mal. Warum, Alter? Wieso denn? Wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, dann schieße ich mir meinen Weg frei. Merkt euch das. Macht hier keine Faxen. Ja? War doch alles respektvoll. Was ist mit euch, Alter? Warum? Warum dann im Internet im Nachhinein immer dieses Herablassen, der immer dieses Lächeln. Roos meinte gestern, Sinan wird nächsten Monat kämpfen. Mal gucken, was dann alle sagen werden. Hey, bei wem soll er denn kämpfen? Bei welchem Veranstalter? Welcher Veranstalter lässt ihn denn mit dem Skandal kämpfen? Hat sich Universum da noch nicht distanziert? Wette, die Verträge mit Universum sind geplatzt. Ins Lächerliche ziehen, immer dieses Schlechtreden. Warum, Alter? Wieso denn? Arafat Event ist nächsten Monat. Okay. Hey, dieser B als ob der das nicht war, die ganzen letzten Wochen, der so gelabert hat. Nochmal. War doch alles respektvoll. Mock, mach mal Kamera runter, Alter. Man sieht deine Nase und deine Augen, Alter. Deinen roten Kopf, dein lichtes Haar. Und ansonsten sieht man hier nur deinen Hintergrund. Da muss man deine Kamera richtig einstellen. Die ist viel zu hoch. Du bist keine 3 Meter groß. Was ist mit euch, Alter? Warum? Warum dann im Internet im Nachhinein immer dieses Herablassen, der immer dieses ins Lächerliche ziehen, immer dieses Schlechtreden? Warum, Alter? Wieso denn? Ey, glaub mir, das ist der echte böse Mann. So diese letzten 2 Sekunden, seine Mimik einfach, seine Fresse, das ist der echte böse Mann. Ich schwör's euch, das ist der echte böse Mann. Alles andere ist nur ein Schauspiel. Egal, wir reden auch nicht viel, wir gehen doch direkt drauf ein. Ja? Es wird auf jeden Fall anders komisch. Jetzt wird es wirklich anders komisch, was der dort erzählt. Ich habe kurz 2 Minuten so reingehört, als ich kurz was gemacht habe. Digga, das ist auf jeden Fall der Wahnsinn, so der Typ. So als ob nichts passiert ist. Was geht, was geht? Ich bin's, böse Mann, und melde mich zu Wort bei einer Sache, aus der ich mich eigentlich schon draußen gesehen habe oder eigentlich gar nichts damit mehr zu tun haben wollte. Ja. Leider ist es so, dass diese Typen, wie gesagt, Erstens, ja, damit das mal klar ist, du bist erst draußen, wenn wir sagen, dass du raus bist. Weil du kannst gar nicht raus. Du hast in diese Sache maximal reingeschissen. Du hast maximal reingeschissen, so. Du gehst erst, wenn wir sagen, dass du gehst, du Hund. Ganz einfach. Sag euch genau, um wem es geht. Es geht um den Schmierlappen und neuerdings jetzt auch, der Flair mischt jetzt auch mit bei der ganzen Sache oder mischt eigentlich schon von Anfang an die ganze Zeit mit bei dem ganzen Ding. Die haben jetzt hier letztens irgend so ein Interview gemacht, also Podcast oder keine Ahnung, wie die das nennen hier. Die sitzen auf einer Couch. Der Schmierlappen. Ja, der Schmierlappen, der sich's nicht nehmen kann, bei jeder Gelegenheit mich durch den Schmutz zu ziehen. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich habe doch nur gesagt, war da eine Zweijährige dabei, Werner? Dies, das? Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht gesagt, Bruce hat seinen Bruder Sinan vergewaltigt. Jo, Alter, ich wollte gerade sagen, der böse Mann hat doch behauptet, Roos hätte Sinan vergewaltigt. Und dann sagt er, ich weiß gar nicht warum. Ja, ich kann dir erklären, warum. Ich weiß nicht warum. Palim, palim. Wallah, du Stück Scheiße, Alter. Der ist hängen geblieben einfach, ja. Er sagt, er weiß nicht warum. Warum? Warum? So, keine Ahnung. Einfach so. So Langeweile gehabt, dachte sich jeder so, komm, wir machen Geficke mit Bösemann. So deswegen. Einfach Langeweile gehabt. So. Wir sind so wie du. Langeweile gehabt, dies, das. Und haben dann gesagt, so, ja, komm, wir ficken Sinan und Roos. Vollidiot, Digga. Er sagt einfach so, warum? Er sagt, warum? Das Problem ist, guck mal, ich sag euch warum. Das Problem ist so, diese ganzen Geschichten und so, die der auch über mich erzählt, dass er halt in der Türkei war, seine Leute hier bei mir in der Haustür. Ey, Digga, sag doch einfach, okay. Wir waren dort. Dies, das, irgendwas. Aber sag doch nicht, ja. Er war dort mit seinen Eltern und dies, das. Sag doch so, ich war dort alleine, so, bla, bla, bla. Aber warum diese ganzen Lügen? Und der merkt, also ich bin ja auch nicht ruhig, ich sag ja auch die ganze Zeit Ausdrücke, ich mach's ja mit Absicht.
ja, damit dieser Bitch einfach reagiert, drauf eingeht. Dann machen wir das mit den Chatverläufen, dies, das, mit dem ganzen Gelaber und so. Dann schmeißen wir den weg, da wo er hingehört, in die Mülltonne. Guck mal, Bösemann ist ein Lügner. Er ist einfach ein Lügner. So, der weiß nicht, was er machen soll. Der ist die ganze Zeit nur am Lügen und jetzt rudert er auch zurück. Der ist nicht blöd. Ja, aber der blendet halt so diese Sachen aus, so dass er halt gesagt hat, dass Ruth seinen Bruder vergewaltigt hat. Vor allen Dingen, Digga, du bist ein erwachsener Mann. Wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du ins Internet gehen und behaupten, dass irgendjemand von irgendjemand vergewaltigt wurde? Schäm dich, Land. Nicht mal Frauen sind so eklig wie du. Nicht mal Nutten. Ich schwöre. Nicht mal Nutten. Du hast keine Ehre, so, du hast gar nichts. Aber du bist einfach ein Typ, der keine Ehre hat. Du hast keinen Charakter, so. Du gehst da rein, setzt dich hin, behauptest irgendwelche Sachen. Boah, hier wird hart geschossen von Mock, Alter. Hier wird richtig hart geschossen von Mock. Du bist dir gar nicht darüber bewusst, was du anrichtest, so, ja. Du bist einfach ein Stück Scheiße. 100%, egal wer was sagt. Und auch deine scheiß Leute, Digga. Dies, das. Ey, wir warten auf dich. Wir warten auf dich und deine scheiß Leute. Wir wollen sehen, wer du bist. Wir wollen einfach sehen, wer du bist. Wenn du mir sagst, du kommst mit Leuten, ich bin auch mit Leuten, aber ich mit meiner Familie, du Scheißkind. Komm einfach in die Türkei, aber rede nicht so viel. In der Türkei macht er gar nichts. In der Türkei macht er einfach gar nichts. Ganz einfach, Kiste. Die Leute sollen sich mal vor dem Gedanken verabschieden, in die Türkei zu fahren und dort mit irgendwem Faxen zu machen. Und du machst in der Türkei keine Faxen. Ganz einfach. Schiebt eure Filme mal in Deutschland, Alter. Aber kommt hier nicht, Alter. Immer wenn irgendwelche Ausländer meinen, Junge, immer Albaner hin oder her, in der Türkei wirst du gefressen. Ganz einfach. Leute sollen sich aufhören zu versuchen, sich mit irgendwie Türken in der Türkei anzulegen. Egal, ob das jetzt Mock ist, egal, ob das jemand anders ist, ob das letztens mit Jiggy war und so. Junge, leg dich einfach nicht mit Türken an. Leg dich nicht mit Kurden an. Und dann ist die Welt schön. Ich weiß nicht mal warum. Was habe ich diesem Schmierlappen eigentlich getan? Was denkt der, wie lange kann der dieses Spielchen hier treiben? Mit seinem pinkfarbenen Strampelanzug, den er da anhat. Kommt auch kein Türke auf die Idee und sagt, ich fahre nach Albanien und mach da Welle. Weißt du? Immer mal den Ball flach halten, ne? Jeder Hahn kräht in seinem Korb am lautesten. Verstehst du? Er mag die Farbe Pink nicht. Ah, ja, Mann, ey, den muss einer mal richtig hops nehmen, ja. So diese ganze Legacy, die er angeblich hat, so alles, was er erzählt, einfach mal abchecken, so. Der Typ ist ein Nix, Digga, der ist nur am Rumlügen. Der ist einfach nur am Rumlügen, so, mehr macht er gerade nicht. Ja, also, irgendwann ist Schluss. Ich sag euch, irgendwann ist Schluss mit dem Blödsinn. Ja? Macht. Jetzt mal eben ein bisschen beschleunigt, das Ganze hier. Macht euer Ding, macht, was ihr machen wollt. Aber haltet mich raus, beleidigt mich nicht, zieht mich nicht durch den Drecker. 100%. Werde ich nicht beleidigt. Von vorne bis hinten so. Du hast jede Beleidigung verdient. Jede. Und werde ich nicht beleidigt. Und glaub mir, wenn wir telefonieren, wenn wir schreiben, wenn wir chatten, wenn wir über dich reden, wir sagen nicht böse Mann. Wir sagen nicht böse Mann. Nicht einmal. Alter, okay. Weil, das ist, man muss nicht studiert haben oder man muss nicht irgendwie überintellektuell sein, um zu sehen, was hier läuft, was ihr hier für ein Ding macht. Ja? Was ihr hier am Vorbereiten seid. Das sieht. Ja, das Ding ist so, keiner hat auch erwartet, dass du und dass dein Umfeld und deine ganze Fanbase und so studiert hat. So, wir wissen schon, dass wir es hier nicht mit klugen Menschen zu tun haben. Glaub mir, das wissen wir schon. Aber wir wussten nicht, dass wir es mit so dummen Menschen zu tun haben. Das ist das Problem. So, ey, das Ding ist so, du kannst gegen kluge Menschen kannst du ankämpfen, so, weil sie irgendwann mal was einsehen. Aber gegen dumme Menschen kannst du nicht kämpfen. Ein dummer Mensch wird niemals einsehen, so dass er Schuld hat. Wird er nicht. Der wird immer dumm bleiben. Der wird immer dumm bleiben und wird es immer wieder in die andere Richtung drehen wollen, so, weil er dumm ist. Weil er es nicht akzeptieren kann. Und Bösemann ist dumm. Ich schwöre, er ist dumm. Er soll seinen Namen ändern. Vom Bösemann in Dummermann. Dummermann ist geil, Hotsch. So ist Slogan so, ja. Du sagst zu den Kindern, wer kommt böse? Dummermann. Bösemann. Bösemann kommt. Was für ein Idiot, der will Kinder erschrecken, so, ja. Geh arbeite, Digga, keine Ahnung, für die Geisterbahn. Der Mann mit dem Licht nah. Also wir haben einmal Glatze. Glatze ist Bösemann. Wurde gerade umgetauft in Dummermann. Von dem Herrn hier mit lichtem Haar und rotem Kopf. Ja, das ist der Mock. Auch aka Schmock, der Flaschensammler. Der Pfandflaschensammler. Aber ich muss sagen, dem Pfandflaschensammler geht's besser als mir, Alter. Bei ihm läuft. Geiles Studio hier am Start und so. Deswegen, alles cool. Für mich ist das gerade Entertainment, ne? Ich bin auf keiner Seite oder so. Ich bin nur abgefuckt, wenn jemand sagt, ich komme in die Türkei und mach da Welle. Oder für irgendeinen Zirkus oder kein Plan, Digga. Bösemann. Wenn Bösemann kommt. Yararam und Basche kommt dann mit der Köln. Ja, am Wasche kommt. Wer soll wohl die Angst haben, ja? Immer noch, man muss doch nicht blöd sein. Ja? Dass ihr hier einst einzige Feinde, oder was heißt Feinde, Typen, auf die ihr herabgeschaut habt, die ihr als Dreck bezeichnet habt, ja? Die ihr als wertlos gesehen habt, jetzt plötzlich von euch hier unterstützt werden, in Form von Equipment, ja? Wenn man jetzt zurückguckt, dieser eine Pfandflasche. Oh Mann, Alter. Ja, am Wasche. Ich schwör's dir, ey, Türkisch ist so eine geile Sprache für so.
Für so dumme Sprüche und Beleidigungen und so, ne? Wallah, ich schwör's dir. Ey, türkisch richtig lustig manchmal. Ich sag nur der eine Spruch mit Dings. Der war auch so. Was sagt er? Lan gökten am yağsa bizim başımıza da sik düşer. Genau so, Alter. Schon Sammler, der Ausdruck, der kommt von euch, nicht von mir. Der kommt von euch. Also ich wüsste nie, dass mich Flair irgendwie mal so genannt hat. Und ich wüsste auch nicht, dass mich Sinan oder Roos so genannt hat, ja. Und Digga, was dieses Equipment angeht, glaub mir. Warum sollte mir Roos besseres Equipment geben, als er selber hat? Jetzt mal Real Talk, ja. Jetzt mal Real Talk. So, warum sollte Roos in seinem überkrassen Studio sitzen und das ist ja jetzt nicht so herablassend gemeint, aber es ist halt nur mal Real Talk so, ja. Warum sollte ich das bessere Equipment haben und er sollte das schlechtere haben, ja? So, das wäre auf jeden Fall, Digga, keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall so ein dummer Deal, so wenn der mir Equipment geben würde. Also wenn wir machen jetzt keine Roomtour oder so, ja. Aber wenn ich mein Equipment zusammenzähle, so bin ich bei 15 Riesen so. Und warum sollte mir Roos wegen dir, damit ich Videos gegen dich mal 15 Riesen geben? Das geht viel billiger. Einfach eine Capri-Sonne. Ich schwöre bei Gott, ich beleidige dich für eine Capri-Sonne, ja. Ich brauche doch kein Equipment. Immer dieses Ding so, ja, bla, kein Geld und dies und das und bla bla bla. Sie zwingen dich einfach dazu, dein Geld zu zeigen. Sie wollen einfach Geld sehen. Sie wollen sehen, keine Ahnung, ja, wie du mit einer Rolex flexst und so. Digga, das ist doch, keine Ahnung, das ist doch keine Welt. Guckt euch Santino an, der hat mit Rolex geflext. Was passiert ist, Digga? Ja? So, man flext nicht mit seiner Rolex den ganzen Tag, man zeigt nicht. Schickt doch keine Standorte, weil da draußen sind doch Leute, die es nicht gut meinen mit dir. Böse Mann. Morke schickt die ganze. Bruder, bei mir ist Dings, ja. Bei mir, ich bin doch von dieser Plastik-Strohhalm-Mafia. Deswegen, das war der einzige Deal. Capri-Sonne, aber ohne Pappstuhlheime. Money is Legacy in deren Welt. Auch egal, wie viel Geld du denen zeigst, hast, es heißt immer noch, ja, Bro, du hast kein Geld. Du zeigst den 10 Riesen, die sagen, ja, komm, du Penner und so. Zeig mir einen Penner mit 10 Riesen, du Bastard. Zeig mir einen Penner. Wir können uns jetzt hinsetzen, jetzt in dieser Minute, geh irgendwo live und wir packen aus, wer mehr Geld hat. So, nur weil man nicht, Digga, man flext nicht mit seinem Geld. Macht man nicht. Okay, letztens habe ich es gemacht wegen Ali Osman, wegen der Scheiße so. Aber Bro, was Geld? Geld ist Toilettenpapier am Unterkönnen. Geld kommt, Geld geht, du besorgst einfach. Ja. Das ist ja das. Das, ey, da kann ich euch ja auch ein Lied von singen. Und wegen, ah, du armer Stucker, und was verdienst du schon mit YouTube und dies und jenes und hast du nicht gesehen? Junge, dann packst du einmal die Batzen aus und dann beim ersten Mal heißt es noch, ja, Falschgeld oder ist doch nicht viel und dies und jenes. Junge, dann packst du den zweiten Batzen aus, dann heißt es auf einmal, du bist ja hier voll der Dings, Alter, voll der Angeber und man gibt doch nicht mit Geld an und keine Ahnung was. Ey, Junge, denkst dir nur, fick dich, Alter. So wie mit der Harley damals. Ja, hast du von der Bank finanziert. Deine Mama hat dir das gekauft. Ja, der hat das gemacht. Die hat das gemacht. Dann heißt es, ja, ist nur geliehen, ist nur finanziert. Wie ist das? Erstmal finanzier mal eine Harley, ne? Damit du eine Harley-Finanzierung durchkriegst, Alter, das passiert auch nicht einfach so. Da musst du schon Kohle verdienen für. Ja, erst recht, wenn du selbstständig bist. Und zweitens mal habe ich das Cash gekauft, hatte ich ja damals gezeigt. Und hab dann bei einer Finanzierung hast du nämlich den Fahrzeugbrief nicht bei dir zu Hause. Ich hab den Fahrzeugbrief auch gezeigt. Ey, also da, dann heißt es wieder angeben. Dies, das. Junge, ey, das sind. So packst du dir einen Kopf, Alter. Was Neues, so ist das. Aber so wie du bist ja abhängig. So, du kannst ja selber kein Geld machen. Du kannst ja mit dir nichts anfangen. Du kannst ja nichts. Das ist das Problem. Ich setze mich hin, ich mache irgendwas, Digga. Ob es Grafiken sind, ob es Leinwände sind, ob es Bilder sind, dies, das. Ich weiß schon, wie ich Geld mache. Mach dir mal keinen Kopf. Und ich muss mir auch kein Equipment von irgendjemandem kaufen lassen. Ja? Ist ja groß Schwachsinn. Ich bin schon so, ja, weil die Preise in der Türkei nicht so angenehm sind. Und du brauchst mir nichts erzählen, Digga, über Equipment und so. Und keiner sponsert mich. Wäre schön, Digga, wenn Roos mich sponsern würde. Ja? Schenke hier mit so einem Crack. Wo ist das, ja? Wo ist das Scheißding? Siehst du, wenn man es braucht, ist nicht mal da. Hier. Schenke mit so einem Crack-Telefon, Digga, mit so einem Samsung, mit so einem faltbaren. Ich schicke seine Mutter, größte Dreckstelefon auf der ganzen Welt. Ja? Falten, dies, das, bla, bla, bla. Ein Kilo schwer. Du kannst dich schon direkt, dein Kopf geht so runter, Mann, als ob du so eine Diamond Chain hast. Voll für den Arsch, Digga. Bis ich eine Hülle gefunden habe, mein Leben war gefickt. Denkst du, du findest in Türkei vorher ein Samsung Fold, findest du eine Hülle? Du findest jeden Scheiß, Digga. Du kommst an mit dem Telefon, alle denken, du bist Außerirdischer. Ja? Aber nicht mal eine Hülle am Start. Also, Bro, erzähl mir nichts über Equipment so. Ich bin auf jeden Fall gut ausgestattet so. Ich kannte diesen Typ nicht, ja. Er kannte mich nicht, ja. Er kannte mich nicht. Guck mal, ey, das ist so ein Lügner. Deswegen sage ich dir, er ist ein Lügner, pass auf. Von Equipment, ja. Wenn man jetzt zurückguckt, dieser eine Pfandflaschensammler, der Ausdruck, der kommt von euch, nicht von mir. Ich kannte diesen Typ nicht, ja. Ich habe mit dem noch nie was zu tun gehabt. Okay. Er kannte mich nicht, er hat mit mir noch nie was zu tun gehabt, ja. Er war auch nicht der gewesen, so, der angefangen hat bei seiner Platzaxt, wo er die ganzen Rapper da gedisst hat, Digga, von Flair bis Tilo, keine Ahnung, wo er Rappernamen aufgezählt hat, aus dem Nix, und wo er mich dann mit da reingeworfen hat in diese Scheiße, und wo wir dann diesen Stress miteinander hatten. Aber er kannte mich nicht. Ich f*** ihn, ja. Walla, ja. Pfandflaschensammler haben mehr ihre wie... Ist das Pfandflaschenmock? Wie du, Amunakoyim, ich schwör's dir. Er kennt Muck nicht, er kennt mich nicht, Amunakoyim. Er hat den Knast meine Mucke gefunden, der Piech. Er hat immer gefragt, den Knast, so, ey, hast du eine Mock-CD, gib mal her und so. Most Wanted, krass Album, MOR, krass, Musik oder Knast, Bad Boys, Hustler, das beste Straßenmucke. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wer kennt dich? Wie viele Tracks hast du raus, Bro? Vier Tracks? Palim, Palim. Digga, der ist so scheiße. Er denkt einfach, er hat Dings. Haha, Harley finanzieren, frag mal nach 2K-Kredit bei der Bank, wenn du einfach Angestellter bist. Ey, das ist ja das Ding. Ich wünschte, ich wäre in der Position gewesen, eine Finanzierung von der Harley zu kriegen, anstatt das Bar zu kaufen. Ja, weil, ganz ehrlich, wenn du die finanzieren kannst, geht's dir finanziell besser, als wenn du das Bar kaufen musstest. So, aber, naja.
Erklär das mal den kleinen Kindern, die noch nie mit Banken zu tun hatten. Eine miese Diskografie und kann irgendwie mithalten, so, ja? Kannst gar nichts mithalten. Du wirst niemals das erleben, was wir erlebt haben. Du wirst auf keinem Hip-Hop-Festival auftreten. Du wirst niemals Vorgruppe sein. Du wirst niemals vor ausverkauften Häusern irgendwie spielen, so. Du wirst niemals, auch wenn es nicht deine eigenen sind, Digga, wer soll ich auf ein Album nehmen, zum Beispiel? Wenigstens das, das Gold geht. Welcher Rapper, der Gold gehen könnte, so würde mit dir auf ein Album gehen? Welcher? Du wirst das niemals hinkriegen. Nie im Leben. Niemals. Niemals. Mein Vater, der nicht rappt, kriegt eine goldene Platte, aber du nicht. Ja? Ich schwöre bei Gott. Und ich mach das. Ich krieg das hin. Ich rede mit irgendeinem, der Gold sagt, Mama, für meinen Vater auch eine. Er schickt meinem Vater eine Gold. Sogar für meine Mutter, ich lass eine machen. Aber du, Digga, niemals. Kleiner Peach. Aber ich bin bekannt dafür. Ich verkaufe goldene Platten. Wenn du willst, ich verkaufe dir eine. Sag mir einfach, welche du haben willst. Ich gebe dir sofort. Hat ein bisschen Geld gemacht, einmal nach mir von Seite. Okay, davor hat er auch Geld gemacht. Er hat Frauen verkauft. Ja? Haben schon vieles gehört über ihn, dass er ein Ex-Zuhälter ist und hast du nicht gesehen, seine Ex-Freundin zur Prostitution gezwungen hat. So, ja, gut, da hat er Geld gemacht. Aber Digga, kontinuierlich, der weiß doch gar nicht. Der denkt, der ist ein mieser Gangster. Digga, du bist kein Gangster. Gangster sind nicht so. Gangster setzen sich nicht ins Internet und sagen, dass der und der irgendwas vergewaltigt hat und so. Gangster haben sowas nicht nötig. Rede einfach nicht. Oder siehst du einen von dieser marokkanischen, albanischen. Ich sehe keinen von den albanischen krassen Kriminellen, Digga, im Internet. Die flexen mit Kohle, Autos, Weibern. Aber du, Bruder, du hast einfach nur eine Zunge, so wie ein Du bist ein Schwanzmensch. Okay, ich hab den Typ noch nie gesehen in meinem Leben. Ich hab noch nie seinen Namen in den Mund genommen. Ja, Bruder, nicht nur meinen Namen, mein Datteln, mein Eier, mein Baidati hast schon in deinem Mund gehabt. Tlhas Baidati, du musst ein bisschen Albanisch lernen, ja, ich will den in seiner eigenen Sprache. Er sagt, er hat meinen Namen noch nie in den Mund genommen. Wer lügt, ist der größte Hurensohn. Bei uns in Neukölln, wir sagen so, ja. Wenn einer irgendwas sagt, so, wir sagen, wer lügt, ist der größte Hurensohn. Wer lügt, ist der größte Hurensohn, du meinen Namen nicht in den Mund genommen hast, ja. Was sagen die mal? Mic drop. Arschdrop an meiner Köln, halt deine Schnauze. Okay, dass ihr plötzlich diesen Typen, den ihr bis gestern bis auf die Knochen beleidigt habt, jetzt unterstützt mit Equipment, mit, keine Ahnung, was ihr dem alles versprochen habt, wahrscheinlich Reichweite, da sieht man ja auch. Ja, voll Reichweite. Ich habe auf meinem Highlight-Kanal hab ich 1200 Abonnenten, ich habe Reichweite. Voll krass, ja. Wenn ich jetzt hier furze, Digga, drüben, Joe Biden hört das. Überkrass. Mieseste Reichweite der Welt. Wird ja ständig hier positiv erwähnt und so weiter. Dass ihr jetzt diese Leute hier ins Boot holt, und warum? Damit die mich beleidigen können, von 6000, 7000 Kilometer Entfernung. Ey. Ich glaube gar nicht, dass es so 6.000 oder 7.000 sind, so, weißt du, ist viel näher und diese Entfernung ist auch kein Problem, so, wenn du kommst, so, dann komm einfach so, quatsch nicht, ja, das ist alles gar kein Problem, aber du kommst ja nicht, aber du warst ja hier, du hast ja erzählt, nein, nicht du warst hier, deine Leute waren hier. 6.000, 7.000 Kilometer? Nee, weit ist das noch nicht. Deine Leute waren hier bei mir zu Hause und dies, das in Izmir. Wer lügt, ist ein Huren, ich bin deine Mutter. Guck mal, Leute, hört auf mit dem Blödsinn. Ich rate euch im Guten, lasst diesen Quatsch sein. Macht euren Twitch, macht euren YouTube. Und der andere Rapper oder was das ist, der soll seine Raps machen, dieser Rapstar, so wie er sich bezeichnet. Okay, aber hört auf. Meint er mich? Danke für die Blumen, aber ich glaube, er meint Flair, aber ich nehme das auch gerne an. Wallah, was für ein Typ ist das, ja. Er ist einfach verlogen, ja. Er weiß nicht, was er gestern geredet hat. Ja, Leute, wie mich an den Pranger zu stellen oder hier versuchen, irgendwie mit irgendwelchen Sachen mich schlecht darzustellen oder ich meine, man sieht ja auch, oder ich weiß auch, dass ihr im Hintergrund hier am Graben seid, am Tun seid, am Machen seid. Das braucht ihr gar nicht machen. Fragt mich doch und ich sage euch, was Sache ist. Ich mache keinen Hehl daraus. Jeder weiß, dass ich aus kriminellen Milieus komme, ja, und mich 30 Jahre lang darum. Ja, Digga, kommst aus kriminellen Milieus und reitest seit 30 Jahren dort alles Mögliche, aber hast nichts gerissen. Ja? Digga, wenn ich 30 Jahre im kriminellen Milieu tätig bin, ja, dann sitze ich irgendwo in Marbella oder hab irgendwo in Antalya, habe ich eine Villa, Digga, und ich bin ein Boss. Oder warst du 30 Jahre nur ein Hund, nur ein Läufer von irgendwelchen Leuten? Ich war auch mal Läufer. So früher. Da haben die Älteren nicht Gras vertickt, wir haben halt für die getickt, wir waren deren Läufer, aber nach einem Jahr, wir haben uns aufgebaut, wir waren nie wieder Läufer. Ja? Wir haben immer unser eigenes Ding gemacht, Bruder. 30 Jahre, also wenn ich 30 Jahre am Stück irgendwas gedreht hätte, so ich, keine Ahnung, Bruder, ich hätte bestimmt eine Wohnung am Central Park oder so. Laber keine Scheiße. Mich bewegt hab, das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Im Gegenteil, das tut mir leid, dass ich aus diesem kriminellen Milieu komme. Ja? Im Gegensatz zu euch. Tut's mir leid. Der Zeit, was ihr braucht. Ihr wundert euch hier, ihr tut so. Ja, wir kommen alle aus der Uni, Hochschule. Ich war ja in Princeton, ja, so auf einer Elite-Uni. Dort habe ich Wirtschaft. Ich wusste gar nicht, dass der Mock so lustig sein kann, wallah. Ich habe studiert. Sinan war, ich will jetzt nicht lügen, Sinan war, glaube ich, auf der University von Michigan. Ja, da war auch ein erfolgreicher Footballspieler. Und soweit ich weiß, Roos war in, boah, ich will jetzt nicht lügen, Digga, in Cambridge, ja. Bruce war, glaube ich, in Cambridge und hat da halt eine krasse Ausbildung genossen und ist jetzt halt auch unterwegs als Dozent, Sinan auch. Ich mache halt auch ab und zu noch Vorträge und so, ja. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht Dings, ich bin auf jeden Fall stolz darauf. Ja, Bruder, Harvard wollte ich gehen, aber war zu klein. Für mich Harvard war zu klein. Die hatten nicht in diese Getränkeautomaten die Sachen, die ich haben wollte. Ich meinte, Haram, was ist das? Ich brauche diese Ülker, türkische Schokolade, die nicht nach Schokolade schmeckt, so, weißt du? Weil ich war zu der Zeit ein bisschen dicker und ich wollte halt Schokolade, die halt nicht so viel Schokolade beinhaltet, so. Deswegen, aber ey, wir sind stolz auf unsere Ausbildung, so, weißt du? Wir waren schon auf dem Mond. Ich glaube, so die Hälfte von dem, was ich gesagt habe, hast du nicht mal verstanden. Du hast bis jetzt überhaupt nichts verstanden. Das ist ja das Problem, dummer Mann. Ja? Du verstehst ja nicht. Du Ey, scheiße, Alter. Boah, der böse Mann auf jeden Fall gut hops genommen, das muss ich sagen. Redest ja einfach nur, um zu reden. Das ist es ja.
mit deinem komischen Macho-Film, Digga, aus dem Mittelalter, wo man sich nicht wäscht, so, ja. Ach man, Alter. Mokka Train-Off. Ich hab Train-Off Mond gebracht. Ich mach mal mit meinem Vater so, ja. So, mein Vater ist der Zimmermann gewesen, so, der hat krasse Baustellen gehabt, der war dann irgendwann Polier und der hat halt so ein paar Häusern so gebaut, so in Berlin, die jetzt halt, ja, so deutsche Oper, Philharmonie und solche Geschichten und so ein paar Gesamtschulen, die so auf neu basiert waren. Und der redet immer von seinen Dings und ich hab mir irgendwann angewöhnt, ich sag so, ey, ich war in China, ich habe eine Brücke gebaut. Dann erzähl ich ihn, wenn er erzählt, er hat das gemacht, ich sag, ja, ich war in Japan, die brauchten Hilfe. Ich hab denen geholfen, so Hochhäuser, erdbebensicher und erklären dann so die Schritte. Er lacht sich immer tot, so, wir nehmen uns so gegenseitig auf die Schippe, so, weißt du? Aber ey, sogar, Digga, das ist sogar realer als seine kriminelle Karriere, glaub mir. Oh, ein Verbrecher. Ja, natürlich ein Verbrecher. Ja? Natürlich, selbstverständlich. Ja? Ja. Und bringt mich, ich rate euch, bringt, versucht mich nicht an die Wand zu drücken, weil ich bin kein Sinan. Okay? Oder Sina. Sina, ist das jetzt so voll witzig oder was ist das jetzt? Du jetzt Underground? Ich bin das nicht. Ich lasse mich nicht an die Wand drücken. Wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, dann schieße ich mir meinen Weg frei. Merkt euch das. Ah ja. Der letzte war ein bisschen peinlich, oder? Wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, schieße ich meinen Klick-Klack, Motherfuck. Ja.